herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich meinen zweiten Weihnachtslook für euch. Ihr seht, es ist ein bisschen rot geworden, denn mein erster Weihnachtslook war ja mit der grünen Farbe, die so ziemlich Weihnachten für mich aussagt, genauso wie auch rot. Und deshalb wollte ich es mir nicht nehmen lassen, auch zu der roten Farbe etwas Schönes zu schminken. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Die Credits für den Lidstrich gehen tatsächlich an Niki Tutorials, wollte ich noch übrigens gesagt haben, bevor man da irgendwelche Vorwürfe bekommt. Ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen von ihrem goldfarbenen Lidstrich, den fand ich so klasse, dass ich das so ein bisschen übernommen habe und für die Weihnachtszeit etwas, ja, gerichtet habe. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleiben würdet und wir fangen jetzt an. Bevor es so richtig mit dem Make-up-Look losgeht, gebe ich mir erstmal ein bisschen Glow auf mein Schlüsselbein. Denn es kann einfach nicht genug glänzen. Man sieht gleich viel schlanker und schöner aus und das macht das Ganze richtig toll. Dann nehme ich einen Primer von Art Deco und der ist so ein bisschen durchsichtiger und leicht glowy. Den gebe ich mir auf und muss den natürlich dann noch setten, dadurch, dass er nicht matt ist und auch keine Farbe sozusagen enthält. Da nehme ich aus der Kali Bible Palette gleich den Cremeton. Das ist der erste Ton und den gebe ich mir einfach komplett auf mein bewegliches Augenlid. Und bis unter die Augenbraue. Ihr kennt den Spruch mittlerweile. Damit setze ich das Ganze und verstecke so ein paar Äderchen und Rötungen, die ich auf meinem beweglichen Augenlid habe. Und lege auch schon direkt los mit dem Meister der Stunde. Das ist nämlich der Master Drama Eyeliner von Maybelline. Den mag ich persönlich sehr, denn der ist waterproof. Und wenn der sagt waterproof, dann ist der tatsächlich tagsüber waterproof. Abends lässt er sich zwar ganz leicht mit meinem Abschminkzeug wegwischen, aber tagsüber bleibt er halt wirklich, wo er ist. Wenn ich darüber wische, verwischt er nicht. Das finde ich richtig toll. Ich ziehe mir jedenfalls mit dem einen Lidstrich, aber der ist einfach hohl. Ich fülle den nicht aus wie sonst, sondern ziehe mir einfach nur diesen Hohlkörper-Lidstrich und gebe mir dann eine Farbe dort hinein. Und zwar ist das ein Rotton von H&M. Dort gibt es ja auch Lidschatten. Ich habe den zu einem Single Eyeshadow gemacht. Ich habe den einfach aus seinem kleinen Gehäuse genommen. Die Farbe nennt sich In the Red und den gebe ich mir einfach komplett in meinen Lidstrich hinein, um dort ein bisschen die Farbe zu zeigen, denn ich nutze ja auch noch ein Glitter und das Glitzer soll ja richtig gut zur Geltung kommen und nicht irgendwelche Stellen der Haut noch zeigen. Deshalb nutze ich natürlich auch einen Kleber, um dieses Glitzer aufzukleben, was natürlich logisch ist. Das ist der Glitter Glue von Too Faced und dann kommen auch schon die Glitzer zum Einsatz. Und zwar habe ich einmal die Farbe Red von NYX, das sind die Glitter Brilliance, und zum anderen die Farbe Stardust von den Glitzern der Marke H&M. Ich muss sagen, die mag ich sehr gerne, die habe ich schon ganz lange Zeit. Und die mische ich zusammen, denn das ergibt eine richtig tolle Farbe. Dieses Rot kriegt dann gleich nochmal so ein paar goldene Reflexe. Das macht das Ganze noch viel schöner und festlicher. Und das gebe ich mir einfach mit einem kleinen Pinsel auf die Klebestellen. Ich versuche so schnell wie möglich zu arbeiten, denn sofern der Kleber antrocknet, kann man damit nichts mehr anfangen. Und dann hängt er einfach unnötig auf dem Augenlid rum. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und deshalb bewege ich da mit dem Pinsel hin und her immer mal wieder Kleber drauf, ein Stückchen, dann sofort wieder mit dem Glitzer rein. Also ihr habt das Prinzip eigentlich verstanden. So fülle ich einfach meinen Lidstrich aus, sodass es überall voller Glitzer ist und richtig weihnachtlich aussieht. Ihr seht schon diesen Look. Ich finde ihn persönlich schon so schön. Da müsste jetzt nicht noch eine Umrandung hin oder so. Aber am Ende habe ich mich doch dafür entschlossen, weil es das Ganze nochmal ein bisschen mehr zur Geltung bringt. Aber falls ihr an dieser Stelle schon sagt, hey, das reicht euch schon, dann könnt ihr das gerne so lassen. Es sieht super schön aus und ich finde, das hat was richtig Festliches. Man kann den Wing natürlich noch etwas dicker machen, den Lidstrich noch etwas breiter. Dann kommt das Ganze noch deutlicher zur Geltung. Das ist ganz euch überlassen, wie es euch passt. Ich habe es ein bisschen bereut, dass ich nicht gemacht habe im Nachhinein. Aber das kann man ja immer noch ändern, falls man zu Heiligabend Bock hat auf diesen Look. Dann, wie gesagt, umrande ich den ganzen Spaß wieder mit dem Maybelline Eyeliner, weil ich einfach Lust drauf hatte, das Ganze nochmal etwas zur Geltung zu bringen. Und Niki Tutorials hat es in ihrem Video tatsächlich auch gemacht und man hat einfach einen enormen Unterschied gesehen und daher mache ich das auch. Ich versuche auch schön den Wing am Ende, die Spitze etwas stärker auszuarbeiten, denn mit dem Glitzer kriegt man das nicht so präzise hin. Und falls ihr da so ein bisschen Schwierigkeiten hattet, das Glitzer da wirklich ordentlich auf die Stellen zu kleben, ist das nicht schlimm, wenn man kann, was ich rausgefunden habe, ganz leicht mit dem Fingernagel einfach die paar Glitzerpartikel nehmen und abziehen und dann hat man gar kein Problem mehr. Das finde ich natürlich sehr toll. Natürlich tusche ich auch noch meine Wimpern und zwar mit der Lush Paradise Ecstatic Mascara von L'Oreal. Die liebe ich sehr. Das einzige Problem an der ganzen Geschichte ist, dass sie austrocknen. Das ist
meine einzige Sache, die ich gar nicht mag daran, denn ich kriege sie einfach nie gescheit zu. Ist auch egal. Die Wimpern, die ich nutze, verlinke ich euch unten in der Infobox, denn ich weiß gerade nicht, welcher Style das war. Und dann gehe ich auch schon über zu einem Lidschatten, denn ich habe mir spontan überlegt, die Kali Vibe Palette ist so hübsch und diese lila Töne sind so schön, da kann man doch einfach mal ein bisschen damit rumspielen, oder? Also gebe ich mir noch zusätzlich zu dem Wing, zu diesem Lidstrich, zu diesem besonderen, nochmal etwas in die Crease und gehe dann über zu dem Silicone Adherence Primer von The Ordinary. Den liebe ich so sehr, der lässt eure Poren verschwinden, euer Make-up hält so lange und es sieht einfach wirklich nicht fleckig aus. Es ist super ebenmäßig und eure Haut fühlt sich danach so gut an, obwohl da Silikone drin sind, die die Haut auch schnell austrocknen können. Behält es trotzdem die Feuchtigkeit der Haut. Das finde ich super klasse. Und sie funktioniert halt super mit meiner Foundation von Maybelline. Das ist die Fit Me Foundation in der Farbe 105. Ihr kennt sie. Ich liebe sie. Vor allem im Sommer. Das habe ich euch auch schon tausendmal erzählt. Das ist eine richtig tolle Foundation. Die reagiert überhaupt nicht schlecht mit dem Primer, was ich richtig toll finde. Und dann muss ich mir natürlich auch noch schnell meine bläulichen Augenringe abdecken, denn die sind furchtbar. Dafür nehme ich die Color Correcting Palette von NYX und dort den Ton ganz links unten, das ist so ein lachsfarbener Ton, den gebe ich mir einfach ganz leicht auf meine untere Augenpartie, denn wenn es zu schwer wird, sieht das einfach sehr, sehr cakey aus, weil das ja ein Corrector ist, muss der auch ein bisschen abgedeckt werden mit einem Concealer. Deshalb nehme ich die Catrice Liquid Camouflage in der Farbe 020 Beige. Das ist so ziemlich mein Hautton, deshalb muss ich den nochmal mit dem Concealer von Urban Decay, den Naked Concealer, mischen. Das ist die Farbe Fair und das ergibt wirklich einen richtig schönen hellen Ton, der mein Gesicht nicht mehr so platt aussehen lässt, beziehungsweise so dunkel. Das wollen wir natürlich nicht. Und dafür geeignet ist dann auch nochmal das Puder von RCMA, das No Color Powder. Das dunkelt nämlich nicht nach, was ich persönlich sehr gut finde. Das haben manche Puder so an sich, dass sie so auf der Haut dann gleich so dunkel aussehen. Überhaupt nicht toll, finde ich richtig furchtbar. Bronzer darf natürlich auch nicht fehlen, denn es ist Winter, wir sind alle sehr blass und wir möchten ja sonnengeküsst aussehen. Also nehme ich den Honolulu Bronzer von W7 und danach den Glow Touch Blush von P2 in der Farbe Touch of Peony und den gebe ich mir auf mein Apfelbäckchen und bin natürlich ein bisschen overblushed wie immer, aber ich persönlich finde das richtig schön. Manchmal muss man seine Habits einfach zugeben und wenn man das weiterhin machen möchte, dann ist das einfach so. Spontan habe ich mich nochmal dazu entschlossen, die Crease etwas weiter auszubilden. Da gehe ich wieder in die Kali Vibe Palette rein und nehme den dunkleren Lilaton davon und verblende den auch richtig schön in meiner Crease, nochmal mit einem Blenderpinsel von Morphe und gebe mir dann den etwas helleren Ton, also den Cremeton, nochmal auf das bewegliche Augenlid, damit der Lidstrich so richtig zur Geltung kommt. Natürlich muss auch der untere Wimpernkranz ein bisschen eingefärbt werden, dann nehme ich wieder einen Lilaton aus der Kali Vibe Palette und tusche die unteren Wimpern einfach nur nochmal, um den ganzen Look abzurunden und highlighte meinen Inner Corner mit dem schönen rosafarbenen Highlighter aus der Kali Vibe Palette. Der ist so wunderschön und vor allem in Mixtur mit diesem etwas goldfarbenen ist der so hammertoll. Und diese Mixtur nutze ich einfach, um über meinem Lippenherz zu highlighten, natürlich auch auf dem Nasenrücken, auf meinen Wangenknochen und einfach überall, wo ich highlighten möchte. Für die Lippen nehme ich zunächst einen Lip Liner von Essence Cosmetics in der Farbe Femme Fatale und das ist ein richtig intensiver Rotton, der super gut zu Weihnachten passt, das müsst ihr zugeben. Und sowieso finde ich diese Essence Lip Liner richtig gut, denn die sind günstig, sie kommen aus der Drogerie, das ist ein Holzstift, der sich richtig gut einarbeiten lässt und ich finde, der macht super Arbeit. Und in Kombination mit dem Liquid Lipstick, den ich gerade auftrage, ist der sowieso der Hammer, denn dieser Liquid Lipstick ist metallisch und der kommt von Smashbox und ist in der Farbe Crimson Chrome. Das ist der Be Legendary Liquid Lipstick. Der wird zwar nicht matt, wie man das von einem Lipstick erwartet, denn das ist ja einer, der metallisch sein soll, aber trotzdem ist der sehr langanhaltend und wenn man ihn nachtragen möchte, kriegt man keine komischen Stellen an der Lippe, man kriegt keine Flecken. Die Lippen bleiben einfach so, wie sie sein sollen und ich ziehe die noch mal ein bisschen ab, damit ich keine roten Stellen an meinen Zähnen habe. Das wollen wir natürlich nicht. Und das war es dann auch schon mit diesem Look. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Aber das Wichtigere an dem Ganzen ist, dass ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest wünsche, ganz viele Geschenke, einen fleißigen Weihnachtsmann und wunderschöne besinnliche Stunden mit eurer Familie, mit euren Freunden, dass ihr gesund bleibt und ich wünsche euch allen wunderschöne Weihnachten da draußen. Bis dann. Ich habe euch lieb. Muah.